Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, wir brechen wieder in den Dungeon auf mit leeren Taschen. Okay, fast leeren Taschen. Ich glaube, ein bisschen an Trank haben wir mit, aber das war's dann auch schon. Und wir schauen uns weiter die Ebene 3, glaube ich, sind wir jetzt. Glaube ich. Die schauen wir uns jetzt weiter an. Die Gegner können wir schon gar nicht so schlecht plätten. Das freut mich sehr. Und vielleicht haben wir ja das Glück und hier noch ein paar seltene Sachen. Ui. Ah, einmal drehen. So, zack, den haben wir schon. Aha, da drüben haben wir auch so einen komischen Fuzzi. So, einmal noch. Sehr gut. Das liefe gut. Ich will nur runterschauen. Na, da ist nichts, okay. Ob was gewesen wäre, aber da ist nichts. Was? Dann schleicht uns wieder. Oh. Aha. Hoppala. Jei. Ja, ja, ist schon gut. Ich komm schon. Er ist schon mal ausgeschaltet. Das ist sehr gut. Diese Dinger da nerven gewaltigst. Diese Wasserdeppen. Wow. Alter. Gehst mal ein, du Mistviech. Wow. Du gehst mit mir auch auf den Senkel. So, passt. Jetzt konzentrieren. Du Sautöne, Dings, Kistendreck. Jetzt muss man was trinken. So, geht ja. Puh. Zum Glück gibt dir einen Haufen Zeugs zum Heilen. Au. Das war jetzt aber nicht ausgemacht. Du komisches Gerät, du. Jawohl, der hat gesessen. Halbwegs. So, ein bisschen aufpassen noch. Geist besiegt, sehr gut. Her mit den Ranken. Okay. Geht's da weiter? Es schaut gut aus. Ah, da haben wir wieder sowas. Einmal durch, bitte. Zack. Gut, dann schauen wir mal. Den werden wir zuerst ausschalten. Unbedingt. Aha, das sind zwei. Ah, da kommen immer mehr. Und das ist ja romantisch. So, den haben wir mal, den lästigen Zapfen. Au. Dann brauchen wir den lästigen Zapfen noch weg. Gut, und jetzt da ein bisschen ausweichen. Nämlich mit ein bisschen Glück hauen die sich jetzt ganz dolle an. Der ist schon mal ausgeschalten. Den haben wir auch erledigt. Das erfreut mich. Komm. Jawohl. Und den haben wir auch erledigt. Das ist ganz souverän. Gibt's nichts. So. Halten, um die Truhe zu öffnen. Bitte. Jawohl. Oh, das ist ein bisschen mau. Das ist ein bisschen mau, muss man echt sagen. Aber naja, besser das als nichts, ne? So. Gut, den Raum haben wir auch. Geht mittlerweile Stufe 3, ne? Ich hätte es mir jetzt ehrlich gesagt schlimmer gedacht. Ein Tränkelein opfere ich mal und ich werde für uns gleich ein bisschen nachrüsten. So, komm, hau dich an. Ja, so geht's gut. Dank. So ist gut. Schön ankauten. Probieren. So muss es ausschauen. So. Da haben wir nichts drin. Mal schauen, ob da unten noch was drinnen ist. Nein. Gut, und nächster Raum. Ja, das freut mich. Wie viel Platz haben wir noch? Geht. La la la. Super. Der nächste Raum. Der geht gut. Eine goldene Kiste. Der ist rot. Das passt, ne? Die roten waren eigentlich große sozusagen, ne? So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch drin? Zack. Zack. Schön. Dann haben wir wieder Platz. Zack. Zack. Und bei Rückkehr wird Gegenstand in gezeigter Richtung zu diesem. Aha, das ist aber cool auch. Das ist cool. Da würde ich sagen, nehmen wir gleich sowas, ne? Das wir jetzt ausprobieren. Ich hoffe, das klappt. Bei Rückkehr wird Gegenstand in gezeigter Richtung zu diesem.
Das ist cool. Dann haben wir 10 von dem Stahl. Das ist echt cool. Was haben wir hier? Fluchteffekt eines angrenzenden Gegenstandes blockiert. Okay, das ist wurscht. Da können wir stapeln. Na, das wird nicht gehen zum Stapeln. Ja, einen Platz hätten wir noch, ne? Probieren wir noch den Raum da oben. Ja, der ist machbar. Also man stellt sich so dämlich an wie ich, dann wird es schwierig. Aber sonst alles gut. Zack, zack, zack. Und einmal noch. Sehr gut. Lief gut, den hätten wir jetzt auch fertig. Haben wir noch Platz? Warum stapelt sich das eigentlich nicht mehr? Frechheit. Wir hätten tatsächlich noch Platz. Dann können wir noch einmal baden. Platsch. Lalalala. Ja, geht schon. Mehr geht nicht. Okay, das reicht schon. Wow. Wow, das wollte ich gerade nicht. So. Ich will mich hier eigentlich verstecken. Oder so, das geht auch. Sehr gut. Und wie schauen wir aus? Voll wie ein Christbauer. Das könnten wir auch wieder stapeln. So. Hallo. Oh. Rauf da. Rüber da. Wow. Jetzt haben wir. Gut. Jetzt fällt nur noch die Hand. Zack, 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 zack. Passt sehr gut. Zack, zack, zack. Was haben wir da Schönes drinnen noch? Wow. Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viel Treffer kassierst. Okay, warte mal. Zack. Einmal trinken. Das bringt sie aber nichts, ne? Ich glaube, da kann ich schon was kaputt machen anfangen. Zack. Dann zack. Und die Zweige da oben. Dann müsste man genug Platz haben für den Drohneninhalt. So. Mal öffnen. Was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr ein Gegenstand in gezielter Richtung. Ja, das passt da oben. Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstandes blockiert. Das brauchen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier? Golem-Entwürfe 2. Bei Rückkehr wird Gegenstand zu in der gezielten Richtung zu diesem. 3. 2 und 3 haben wir schon. Okay, hoppala. 1, 2 und 3. Weitere Hinweise, das hatten wir schon, den 2 und 3 noch nicht. Endlich Hinweise über die Verwendung von Kraftquellen. Leider ist der Teil, der ihr einsetzen in den Golems beschreibt, verkratzt. Aha, okay. Was können wir noch? Warte kurz, ich muss auch irgendwas entbehren. Was haben wir da? Gegenstand geht kaputt, bla bla. Wie war das mit Verwandeln? Das zu dem, das passt, da drüben. Wird nochmal verwandelt. Ich muss irgendwas loswerden. Ich glaube, das da. Eisen haben wir eh so schnell. Jetzt muss ich das nur noch passend machen. Da haben wir noch so einen Zehner. Könnte ich eigentlich lassen. Ich brauche nur das tauschen und das hier einsetzen. Dann müsste das klappen. Ja. Dann haben wir 10 Rollen von dem und 10 Rollen von dem normal, ne? Gut. Dann müsste es passen. Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Jetzt bin ich gespannt. Und? Tatsächlich. Aha, 5 von 5. Okay, das maximalstmögliche. Okay. Können wir uns dann auch gleich merken. 10er Stapel wäre nicht raus. Okay, schade. Außer vielleicht, wir hätten den Platz gehabt. Aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, es würde voll und ganz reichen, wenn wir 5 draus machen oder so. Oder es muss wirklich ein voller Stapel sein. Wir brauchen einen vollen Stapel kriegen. Das könnte auch sein. Es ist wieder Nacht. Das ist gut. Dann können wir noch einmal in den Dungeon gehen. So. Gut, dann hauen wir das Zeug mal rein.
So, zack, 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 zack. Die Tränke behalten wir wieder. So. Ich glaube, so schaut's gut aus. Gut. Wir haben aber kein Geld mehr, sehe ich gerade. Geht sich's noch aus, einmal raus zu teleportieren? Das hat 300 jetzt gekostet, ne? 350 vielleicht sogar. Ja. Ich denke, das wird gehen. Ich trau mich mal. La la la. So, achso, jetzt wollte ich das Portal benutzen. Ich bin auch so ein Depp. So, einmal noch rein in den Dungeon. Und dann gehen wir wieder verkaufen. Hoffentlich kommen wir nochmal Stufe 3. Sonst muss ich halt ein paar Sachen verscherben. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. So. Blub. Es wird gespeichert. Das ist schön. Und es wird geladen. Das ist auch schön. So. Grüß euch, Servus, zack, 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 der ist mal hin, rennt beide, das ist super, zack, zack, der ist auch erledigt, zack, zack, der ist auch erledigt und der ist auch über den Jordan marschiert, sauber. So. So muss das ausschauen. So, zack, zack, was haben wir hier drin? Nix, wie immer. Ich würde gern da rüben, aha, was zum Heilen braucht man nicht, das haben wir sauber hingekriegt. So, zack. Aha, da haben wir was drin gehabt. Selten aus Komfort. Den haben wir überschossen, so kehrt sich das. Zack. Und dann schauen wir da weiter. Alter. Lasst mich ein. So, einmal schön draufhauen. Alter. Jetzt aber. Hab ich dich. So. Ein schönes Tränkelein, passt. Und wir gehen gleich in die nächste Abteilung. Sobald es geht, werden wir auch sofort in die dritte Abteilung gehen, weil wir sind jetzt gar nicht mal mehr so schwach. Das geht ja schon gut voran. So, hau dich an. Ah! So, ich muss mich kurz verstecken. Ah, das hat nichts gebracht. Schön. So geht's auch. Passt, aber jetzt ist er hier. Sehr gut, zack. Zack, halt, da drüben. Gut. Dann rauf. Aha. Was? Der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Das läuft die gar nicht mal so schlecht. Zack, zack und zack. Oh, aufpassen. Was habe ich da? Was ist da? Zerstört bei Rückkehr, bla bla. Das geht einmal gar nicht. So. Zack, zack. Da haben wir wieder nichts. Gut. Dann hauen wir wieder ab. Zack, zack. Was diese Türen da bedeuten, ne? Ob das wieder so ein Spezial ist, braucht man da, gibt es da vielleicht einen Boss, wo man vielleicht was erbeuten muss, einen Schlüssel oder so? Nein, bitte Gegenstände, verschwindet es nicht. Hoppala. Ich spring gleich mit rein in den Tod. So. So. Zack, zack. Zack. Sehr, sehr gut. So. Wir haben... Nein, einen Bug. Und tschüss. Das war's. Können wir verkaufen gehen. Okay. Gott sei Dank geht der B-Knopf. Echt. Vielleicht ist es ja auch Absicht, dass es solche Fake-Kisten gibt vielleicht. Um den Händler zu ärgern. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. So. Dam, dam, dam. Dann schmeißen wir wieder mal alles rein. Zack, 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 zack. Aha, das hat alles nicht mehr Platz. Dann schauen wir mal darüber. Zack, 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 zack. So, gut. Da können wir einmal das mitnehmen. Ich werde den Trank verstecken. Oh, was haben wir denn da? Hoppala, hopperchen. Da fehlt ja, das ist ja auch noch was. Ja, das habe ich gewusst. Okay, das habe ich gewusst natürlich. So. Gar keine Frage. So, da
dann schauen wir mal. Wo haben wir denn die größten Stapel? Also, zack, 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 zack. Den will ich probieren. Zack, zack, zack. Die will ich auch probieren. Weißstein war auch nur 5-mal stapelbar. Ja, wirklich? Ich weiß es gar nicht mehr. Zack, 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 zack. Haben wir viel von diesem Runenwerkzeug? Tatsächlich, hätten wir sogar was. Könnten wir uns trauen hergeben? Voll. Das ist eine Sauerei. Na gut, voll sind wir. Da würde ich sagen, Sale. Was haben wir da bei Sale rein? Genau, die Keule. Na, wie immer. Das, sowas können wir reinhauen. Das können wir reinhauen. Das, das. Das, solche Dinge. Ich glaube, das passt. Die sind sowieso nicht so viel wert. Ich glaube, das kann man machen. Gut, dann können wir die wertvollen Dinge noch holen. Die wertvolleren Dinge. Das da zum Beispiel. Das und das. Okay, wertvoller unter Anführungszeichen. Haben wir von dem Golemmeißel, hätten wir da noch was? Ich nehme es einfach mit. Ich verscherbel das jetzt alles. Diese Zweige und das Klumpert hauen wir gleich da rein. In die Sale-Kiste. Zack. Wo war jetzt noch was? Das da. Wollte ich noch was reinschmeißen? Wie viel ist das wert? Ah, sehe ich nicht, ne? Wie viel ist das wert? Ah, das ist viel wert. Das will ich nicht reinschmeißen. Wie viel ist das wert? Weiß man noch nicht. Okay, muss ich erst testen. Da war ich zu leichtgläubig mit die 30. Das, ja. War nicht so schlau von mir. Gut. Ah, tschum. Da sind wir voll. Ja, ich glaube, das kann man so lassen, ne? Das kann man gar nicht so lassen. Sale ist ziemlich voll. Ich könnte es komplett voll machen. Ja. Ich weiß nicht so recht. Denn die Ranken wollte ich noch reinschmeißen. Ehrlich gesagt. Also die hier, ne? Den 10er-Stapel. Wollte ich noch wegschmeißen. Weil aus dem will ich gern wieder Tränke machen. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. Aber könnte man auch eines opfern? Sollen wir eins opfern? Ach nee, scheiß drauf. Machen wir Tränke draus. So, und da kommen jetzt noch die rein. Na, das da. Ja, das glaube ich passt so. Jetzt gehe ich noch was Wertvolles holen, weil wir haben einen Platz noch frei. Ich weiß, ich bin lästig heute. So. So, da. Ja. Schade, dass man mit einem Knopf das nicht sortieren kann. Das wäre noch cool. Vielleicht kommt das ja noch. Okay, also wir öffnen den Laden. Sehr verehrte Herrschaften, herzlich willkommen in unserem Laden. Wir haben frischeste Ware und wertvolle Ware und auch Schnäppchen. Bitte bedienen Sie sich. Und der Dieb kommt schon wieder, ist ja klar. Na, du Gauner, du Schircher. Da hat schon jemand was gefunden? Na, die schaut nochmal. Aha, der Dieb, der Dieb. Gefährlich, gefährlich, er hat was. Zack, gehört schon mir. Nix da mit Stibitzen, du Gauner. So, zack, ich hab die Preise vergessen, ich Idiotin. 260, das passt. Da hätten wir mit 350, 150, ich würde sagen 160. Das haben wir da unten. 111 wissen wir noch nicht. Stoff. Weiß ich auch noch nicht. Okay, also zack und zack, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, ich probiere es mal mit 2 mehr. Da habe ich noch gar keinen Preis. Ich probiere es mit 400. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Auf jeden Fall das hier und hier tun wir auch wieder was hin. Bei dem weiß ich auch nicht, was ich verlangen soll. Ich versuch's mal mit 400 vielleicht. Ah, das ist wieder ein Dieb. Muss ich aufpassen. Na, du Gauner. Hab dich.
will er mir echt den Knüppel stehlen. So ein Dreck. So, unfassbar. 110, da wollte ich auf 112 probieren. Dankeschön. Oh, ich glaube, da hat sich jemand gefreut. Keine Ahnung. Dankeschön. Okay, das war ein Schnäppchen. Deshalb. Hoppala. Ich dachte, das wäre viel. Können wir das nächste Mal viel mehr verlangen. Danke, danke. So, schnell die Ware wieder auffrischen. Zack, zack. Zack, würde ich sagen. Da wären wir wieder auf... Na, das wollte ich ja nicht. So, da will ich auf zweimal höher, auf 132, da weiß ich noch nicht. Da will ich, ja, können wir eigentlich auch auf 112. Da wären wir es... Obala, mit... Na, was machst du denn da? 125, danke. So, dankeschön für den Einkauf. So, zack und zack. Das haben wir auch rein. 110 will ich auch mutig sein mit 112. 160, da will ich gern auf 108. Ah, nein, 180 ist zu viel. 165, 285, wissen wir noch nicht. Gut. So. Ui, das war zornig. Scheinbar was den Besen betrifft. Immer noch zornig. Alter, da kann ich nicht so wenig wert sein, oder? Das ist man verzaubert auch. 100? Seid ihr jetzt zufrieden? Gauner. So. Ist ja wahr. 60, weiß ich noch nicht. 100. Da können wir auch 110 machen. So. Dankeschön. Bam, bam. Dankeschön. 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 So. Und die nächsten. So. Ah, hoppla, da geht nichts mehr aus. 100. 112 mag er nicht. Ich brüste mit 111. So. Hier können wir da Sachen hin tun. Da ist alles leer. So. 500 war zu viel. Okay. 110, was genau? Ich würde sagen, war es auch mit 112. Und da wieder mit 132. So. Dankeschön. Dankeschön. Da ist er auch enttäuscht. Immer noch vom Besen enttäuscht. 100, tatsächlich. Probieren wir es mit 80. Oh, ich kann was hin tun. 500 für dieses... Oh, das ist gut. Passt, da machen wir 600. Dam, dam. Ram, bam, 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 bam. Da, ram, bam, bam. Danke für den Einkauf. Der Besen ist immer noch zu teuer. Danke für den Einkauf, wollte ich sagen. So, der Besen ist immer noch zu teuer. Scheiße. 80 ist noch nicht okay. Gut, dann bringen wir es mit 50. 100... Ja, da werden wir 125, 125 probieren. So. Das ist echt so viel wert. Wow. Nein, ich will das. So, der Mittelding. Ja. Ich muss Sachen holen gehen. Wo bin ich da? So, warte, ich komme schon. Ich gehe noch Sachen holen. Ich denke, dass das jetzt gut läuft, ne? Das da und was hat man noch übrig? Das da und ja, eigentlich können wir das noch mitnehmen. Und von mir aus da wäre noch okay, das wäre noch okay, das wäre noch okay. Das will ich behalten. Das wären vielleicht noch Dinge, die okay wären. Der von mir aus noch. Mal schnell andere Truhe schauen. Geht sich da noch was aus? Ah, das ist sowas Eigenes. Griff haben wir 5. Da könnte ich noch draufhauen. Ich glaube, das passt. Bin schon da. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie warten mussten. So. Schnell platzieren. Zack, zack. 325 hätte ich da gerne. So.
Und da unten mit 160. Was? Okay, dann würde ich sagen 170. Na, das wollte ich nicht. Dankeschön. So, dann da unten noch fix. Zack und zack. Ein Tausender? Das ist günstig. Okay. Hätte ich das nicht gedacht. Was mache ich da? Keine Ahnung. So. Das passt vom Preis. Da können wir auf 165 probieren. Mit 400 ist zu viel. Okay, das hat schwer angeschaut. Und was mit 300? Wow, hey, der Besen ist weg. Dankeschön. Der Besen ist weg, wie cool. Jemand hat Besen gekauft. Schön. Vielen Dank für den Einkauf. Ah, der Ding ist auch weg, der Knüppel. Okay. Das können wir hergeben. Und das würde ich sagen, 110. 111 will ich probieren. So. 100. 110 probiere ich da mal. So. Dankeschön für den Einkauf. Die Sales-Sachen sind schon alle weg. Einfach noch was für Sale? Nö, auf keinen Fall. Schön mitnehmen, die Sachen. Voll cool. Ich glaube, jetzt haben wir einen neuen Rekord. Aha, jetzt ist finster. Jetzt ist vorbei für heute. Okay. Ich glaube, das ist jetzt absolut neuer Rekord. Wow. Voll cool. Bist du gescheit. Nichts unter 1000, glaube ich. Ne? Aber da, hier zwei Sachen. Okay, doch ein paar Sachen. Der Besen vor allem auch 45.929 Goldmünzen. Wow! Also, bei aller Liebe, das ist echt cool. Richtig cool. Ich freue mich gerade. Wirklich. Passt, dann, da haben wir 5 Stück. Da hätten wir 7 nur. Da würde ich sagen, tun wir das mal weg. Das auch. Das lagern wir wieder. Also echt cool. Muss ich schon sagen, voll cool. Super, super, super. So. Für die Stadt, wann kommt der Händler? Du willst dein Geld für dich arbeiten lassen, dann gibt es in meine Hände und ich lasse es für dich auf Bäumen wachsen. Jetzt rechnet der Bankier. Wann kommt der? Erhöhe die Popularität von Rynoka, indem du weitere Dungeons freischaltest und die Aufmerksamkeit deines Charakters wächst. Okay. Okay. Boah, ist das alles cool. Können wir unseren Speer aufmotzen? Nicht ganz, uns fehlen ein paar Materialien. Aber sonst wäre, ja, wäre es machbar. Okay, und Rüstungsteile? Da werden wir nichts haben, glaube ich. Plus 40. Das wäre gut, ne? Aha, okay, außer also die Eisendinger wird hier, ne? Da bräuchten wir noch ein Item, das wir noch nicht kennen. Okay. Aber ich glaube, mit unserer jetzigen Ausrüstung wird es wohl möglich sein, dass wir... was reißen. Genau, einen Shop könnte man noch ausbauen. Das wäre noch ein Ding. Dann werden wir, denke ich, beim nächsten Mal den Dungeon betreten. Ja, eine neue Truhe können wir machen. Und weil wir gerade beim Geld rausschmeißen sind, vor allem beim Fenster raus, würde ich sagen, normale Verkaufsbox. Ja. Passt. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Jo. Und im nächsten werden wir dann den Dungeon wieder betreten. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.